In diesem Falle würde ich jetzt rechts rumfahren wollen, aber also ein bisschen weiter hinten, ne? Hm. 15.3, ich weiß. 15.3? 15. Reihe. Ach so. Bin ich etwa immer noch abgehackt bei dir? Nudel so. Nudel. Chachichrock, genau. Was auch immer das heißen soll. Ständchen, Ständchen steht bei mir. Achso, dann ist es ein Schimpfwort. Tag. Ich wollte einfach perfekt reinsliden gerade, aber ging ja nicht. Laden üben wir dann mal. Ich glaube, Handbremse bei dem Panzer bringt gar nichts. Alles klar, danke. Schön, dass wir drüber gesprochen haben. Der WZ-131 war der Scout sozusagen, ne? Ja. Huch, was mache ich denn hier? 150? Jo. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Ich kratze ihn noch nicht mal an. Der ging voll durch ihre Panzerung. Der ging voll durch ihre Panzerung. Schön. Ja, das klappte gut. Zwar auch zwei Abpraller gehabt, aber. Ich würde ja gerne hier in die Mitte reinfahren, unten in die Canyons, aber ich befürchte, da ist schon was. Ja, wir warten lieber noch ein bisschen. Unser HP kann man noch gebrauchen. Im Zweifelsfalle, denke ich mir. Denkst du dir? Mhm. Versteckt sich hinterm Stein. Feiger Bulldog! Genau. No. Dim, 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 dim. Wollen wir sonst jetzt mit vor, oder was? Ja, 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 ja. Auf so mit Gebrüll und Rampf. Ich fahre hier rechts rum. Verliere mein Ziel. Fahr mal links rum. Erlaub an einer Stelle. Her. Werde hier mal hochkriegen. Wow. Mist. Ziel erfasst. Querschläger. Ha, der ging voll durch ihre Panzerung. Mit Gold auf meine Flanke. Da habe ich nur 5 mm Panzerung. Links von dir kommt einer. Feuererlaubnis erteilt. Wirkungstreffer. Der ging nicht durch. Ich sehe sie nicht mehr. Ich sehe sie nicht mehr. Na ja, gut, nun denn. Mist.
Bin ich die einmal vors Rohr gefahren? Ein, zwei Mal, ja, ist aber nicht schlimm. Beziehungsweise nicht wirklich. Ja, den T-34-100 habe ich auch. Der ist auch nicht schlecht. Jetzt ähnlich wie der Rudi. Installieren wir noch, oder was? Sah doch eigentlich ganz gut. Ja, sieht so aus. Sah doch eigentlich ganz gut aus auf dieser Seite, ne? Mhm. Am Anfang. Ja, eigentlich schon. Leider hat mein Teamkamerad sich ja einfach abschießen lassen, sonst hätten wir den T-34 gerade noch erledigen können. Aber nein, musste es ja wieder mal sterben. Ja, ne? Genau. Bei TDs waren zu viel. Unser T-150, der ist komplett hinten geblieben die ganze Zeit. So, ihn nochmal hinzuschalten. Der hat sich tatsächlich zusammenschießen lassen. Und unser Rheinmetall hat leider an der Su-100Y vorbeigeschossen. Naja, vorbeischießen ist Pech. Ja, leider, deshalb ja auch leider. Nicht jetzt, weil ich meine, er ist unvermögend oder so, das weiß ich nicht. Aber leider. War schön zu sehen. Ja, leider. Schade. Da ist noch eine Su-100Y. Oh, die sind so gemein. Oh Mann. Dreck geschossen. Ja, der Rheinmetall gefällt mir auch, ne? Also vom Aussehen. Ja, ist eigentlich auch ein schicker Panzer. Ne? Oh, hat er Glück gehabt. Oh, nee, doch nicht. Ja, unser KV-13. Der war so fixiert auf die andere Su 100, dass er die hinter sich gar nicht gesehen hat. Am Anfang. Okay. Er guckt die ganze Zeit auf die Su, die noch lebt. Und hinter ihm tauchte schon, ich sag mal, 10 Sekunden die andere Su auf und das hat er gar nicht mitgekriegt. Verteidigt unser KV-5 die Flagge oder was macht er? Er hat doch vorhin schon geschrieben, lose. Oder nee, wie lose. So, ja, stimmt ja. Wie lose. Aber gerade den könnte man doch jetzt vorne gebrauchen, ne? Oh, Junge. Nicht vorfahren, Junge. Nicht vorfahren. Nicht. Wie meinst du? Oh, Mann. Unseren Tiger 2. Hat sich gerade rausgelassen. Ja, lassen. Obwohl, ist egal. Ich sehe gerade, hinter ihm stand der T-34-100. War sehr ärgerlich, dass er da ja so alleine eigentlich vorgefahren ist. Der hätte lieber für den Rheinmetall schön spotten können. Schade, schade. Der Rheinmetall ist ein schöner Panzer, aber ich gewinne mit dem nicht. Und daher wieder ein Scheißpanzer. Jetzt prescht der KV-5 vor, weil er den Jagdpanzer 4 haben möchte. Obwohl der T-34-100 noch da steht, oder? Leider muss er irgendwo da sein, ja. Und er fährt auch noch frontal zum Jagdpanzer, dass er ein paar eingeschenkt kriegt. Da hat er relativ gute Panzerung, bis auf sein R2D2, da hätte ich vorhin gesagt. Hat sich festgefahren, der Jagdpanzer 4. Der Jagdpanzer 4? Hatte sich da zwischen Haus und Felsen festgefahren, oder? Das weiß ich nicht. Hab ich auch hinter dem Schirotier. Da hat er eine Schelle gekriegt. Oh, ey. Jetzt andere Seite. Na, endlich hat er mal getroffen. Sie kann jeden Moment reißen. Ja, cool. Schön. Okay, haben die beiden ja noch gut zusammengearbeitet. Camper-Noobs. Heult er wieder. Ist das geil.
Ja, jetzt sind noch eine Su-100 Y da, ne? Ja, da müssen sie aufpassen. Obwohl, beide können noch einen ab von der. Aber wie kannst du einen Report bloß, weil er kennt? Obwohl, da habe ich letztens, glaube ich, von Grummel ein Video gesehen, wo er auch gesagt hat, hier, du schießt mit Gold. Report. Du klaust immer einen Kill. Report. Du kämpfst durch. Report. Du fährst nicht links rum wie die anderen. Report. Ja, aber echt. Die Leute werden reported, weil sie nicht so spielen, wie die anderen das also gerne haben möchten. Ich reporte denn ja auch mal einen wirklich, wenn er also wirklich grottenschlecht ist oder total ab vom Gut und Böse, meiner Meinung nach natürlich in dem Falle. Aber in der Regel behalte ich von 10 Reports am Tag, ich denke mal im Schnitt 8 oder 9 über. Also es gibt Tage, da... Du reportest also Leute, weil sie schlecht spielen. Interessant. Du reportest also Leute, weil sie schlecht spielen. Wirklich, das finde ich sehr interessant. Wenn sie extremst schlecht sind. Wenn einer, ja, 43% gewinnt bei 10.000 Gefechten oder so, das kann nur ein Bot sein. Oder eben, ja. Oder eben Spieler, der einfach schlecht ist. Deswegen muss er extremst reportet werden. Extremst schlecht. Deshalb sage ich ja, in der Regel behalte ich 8-9 Reports am Tag sozusagen, die ich nicht verwende. Also passiert das nicht so. Schön. Hat sich ein bisschen hingezogen jetzt, das Gefecht. Oh, aber ja, wenigstens gewonnen. Ich finde das sehr interessant. Bisschen spannender, finde ich.